Hallo, in diesem Screencast erläutere ich, wie die Google-Tabelle funktioniert, die ich aufgebaut habe, um in Kooperationen Geld fair zu verteilen. Oftmals ist es so, dass der in Kooperationen Aufträge akquiriert und so weiter, wesentlich mehr Arbeit hat, als er am Schluss wirklich Geld bekommt, beziehungsweise dass Menschen sich ungerecht behandelt fühlen oder glauben, sie haben zu wenig bekommen oder man nicht sich klar ist, wie man Geld einfach und sauber und transparent untereinander verteilen kann, wenn man eine Kooperation macht. In meinem Beispiel geht es darum, dass drei Leute zusammen eine Veranstaltung machen, die sie gemeinsam verkaufen, einen Workshop-Tag. Und der Hauptorganisator oder die Hauptorganisatorin, nennen wir sie einfach mal Lena, hat den Vertrieb übernommen und hat zu 480 Euro an 8 Teilnehmer die Veranstaltung verkauft. Das heißt, alle Rechnungen, die sie gestellt hat, gehen über 480 Euro mal 8. Das sind 3.840 Euro. Jetzt ist natürlich wichtig, dass es Aufwände gab, die nichts mit der Arbeitszeit zu tun hatten, sondern die von diesen 3.840 Euro abzuziehen sind. Die Aufwände pflegen wir hier unten in der anderen Tabelle. Da gehen wir auf die Tabelle Aufwände, schreiben hier rein, was es für ein Aufwand war. Zum Beispiel die Drucksachen zu machen, für die Werbung, wie etwa Flyer oder kleine Visitenkarten oder Aufkleber oder solche Geschichten. Für die Veranstaltung soll das mal mit 750 Euro veranschlagt werden. Es braucht natürlich eine Location, die meistens Miete verlangt. Hier sagen wir mal, für den ganzen Tag zahlen wir 450 Euro. Wenn man den ganzen Tag Veranstaltungen macht, hat man normalerweise ein Catering dabei. Die Teilnehmer wollen natürlich auch eine Dokumentation haben. Da haben wir einen guten Deal gemacht. Denen schenken wir einfach CDs und DVDs, auf die die Dokumente digital draufgebrannt sind. Da müssen wir nur den Master erzeugen. Wir müssen das Bild vielleicht machen und können das dann aber auch kleinen Stückzahlen relativ günstig produzieren lassen. Die Lena ist viel rumgefahren und hat natürlich Fahrtkosten verursacht. Und das eine oder andere Mal musste sie vielleicht sogar übernachten. Deswegen nehmen wir da auch noch was rein. Ihre zwei Mitveranstalter kommen einfach nur zur Veranstaltung, machen ihren inhaltlichen Part. Deswegen haben die nur zur Veranstaltung. Am Tag vorher bekommen sie ihre Anreise bezahlt, am Tag bekommen sie ihre Abreise bezahlt und dann bekommen sie noch eine Hotelübernachtung. So, jetzt haben wir alle Fixkosten, die die ganzen Kooperationspartner oder die drei Leute, die die Veranstaltung machen, zusammen haben. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den Honorarreiter, sehen wir, das Honorar abzüglich der Aufwände liegt jetzt gerade mal noch bei 1.565 Euro. Und jetzt geht es eben darum, dieses Honorar, das tatsächlich das Honorar ist und das nicht die Kosten sind, ordentlich zu verteilen. Dazu gibt es ein Modell, das der amerikanische Schriftsteller Alan Weiss in seinem Buch Million Dollar Consulting ganz kurz beschreibt und das ich hier umgesetzt habe in einer Tabellenkalkulation und das einem extrem dabei hilft, schnell und transparent und in gemeinsamen Übereinkunft das Geld, das man wirklich verdient, auch so zu verteilen, dass jeder das Gefühl haben kann, es ist okay und es ist nicht okay. Natürlich, wenn man diese Kalkulation, diese Verteilung macht, ist es so, dass alle Teilnehmer sich die Frage stellen sollten, mache ich es für dieses Geld? Also wir haben da dann als Person die Lena, wir haben des Weiteren den Olli. Und wir haben des Weiteren den Frank. Zur Vereinfachung, trennt man alles, was man macht, grundsätzlich einfach in drei Bestandteile. Das erste ist die Akquise. Die Akquise ist dann vollständig gemacht, wenn man hingeht und der Kunde, die Bestellung unterschreibt oder abschickt oder wie auch immer, dem zustimmt. Wenn es ein Handshake gibt oder eine Unterschrift. In unserem Fall ist es so, dass die Lena 70% von dieser Akquisearbeit gemacht hat. Der Olli hat auch noch ein bisschen was beigesteuert, 20%. Und der Frank, der hat nicht viel Zeit gehabt, der hat nur 10% beigesteuert. Ein Drittel des Projektes oder der Kooperation
wird auf diese Akquise verteilt. Das ist auch ziemlich realistisch, weil man eben auch viele Absagen bekommt und. Und wenn man über eine Zeit mal nachrechnet, wenn man eine Weile lang selbstständig ist oder Projekte akquiriert, stellt man fest, wie auch immer man es dreht, so ungefähr ein Drittel zwischen 30% und 40% des Geldes, das man verdient, geht tatsächlich für Neuakquise wieder drauf. Bei der Technologie und Methodik, das sagen wir, die Lena hat die ganze Organisation oder die hat die ganze Veranstaltung mehr oder weniger durchdesignt, aber sie hat natürlich Rücksprache gehalten mit ihren beiden Kollegen, sodass die auch einen Anteil davon haben. So vielleicht 60 zu 40. Und bei der Umsetzung ist es so, dass alle ungefähr den gleichen Anteil an Umsetzung haben, sodass jeder bei der Umsetzung ein Drittel bekommt. Jetzt ist das Spannende, dass man im Prinzip hier schon anfangen kann zu sehen, was das Wunderschöne an dieser Verteilung ist. Man redet eigentlich gar nicht so sehr um Geld, sondern man redet tatsächlich um die Anteile, wer hat zu welchem Grundbestandteil von der Abwicklung eines Auftrags, nämlich der Akquise. Man muss ja mal an den Auftrag kommen, beziehungsweise der Technologie-Methodik, also was wird eigentlich dort angewendet und was kommt zur Anwendung und wer bringt das mit. Also wer macht das Design oder wer hat eine Technologie, mit der man das dokumentiert oder was auch immer das ist, beziehungsweise zur tatsächlichen operativen Arbeit und stellt fest, dass auch in die operative Arbeit eigentlich, und das stimmt auch, meistens nur ein Drittel des Projektauftrages reinfließen sollte. Das heißt, die operative Arbeit sollte mit einem Drittel tatsächlich bezahlt sein. Das ist das, was man dann wirklich dafür kriegt. Technologie-Methodik sollte eine Wertung haben, sonst fühlt man sich nachher ungerecht behandelt, wenn man zum Beispiel viel Technologie oder viel Methodik einbringt, aber die einem nichts rausbringt. Und so sehen wir, dass die Lena, die die ganze Veranstaltung auch wirklich initiiert hat und maßgeblich auch macht, mit 54,44% und 852 Euro auch das Hauptsächliche verdient, während die anderen beiden Kooperationspartner bei 330 Euro bleiben. Wenn jetzt natürlich gelingt, dass man zum Beispiel über das Honorar nicht nur 8 Plätze verkauft, sondern zum Beispiel 14 Plätze verkauft und damit 6.700 Euro grob einnimmt, dann sieht man auch auf der Gewinnverteilung, okay, es hat sich was geändert, aber vielleicht hat die Lena das auch gar nicht gemacht, sondern der Frank hat sich doch angestrengt und bringt hier 30% und die Lena bringt nur 50%. Und dann verteilen sich auch wieder entsprechend hier hinten gleich die Prozente und auch der Verdienst. Was man daran auch sieht ist, alle in dieser Kooperation für dieses Projekt profitieren tatsächlich, wenn auch nur einer sich ein bisschen mehr engagiert. Das Modell schlage ich vor, in Alternative zu irgendwelchen Fixpreisen, die man vereinbart. Dazu gibt es einen Blogartikel von mir, auf den ich gleich verweise, wo ich beschreibe, was die Fallen sind, wenn man mit Fixpreisen in solchen Kooperationen arbeitet. Gleich seht ihr auch noch, wo man diese Google-Tabelle einsehen kann und sich runterladen kann und verwenden kann. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.